Also es ist wohl so, dass es einige Studien gibt, die gezeigt haben, dass zum Beispiel Borrelien, beziehungsweise nein, es waren Pilze in dem Fall, dass Pilze im Einfluss von elektromagnetischer Strahlung bis zu 600 Mal mehr Toxine emittiert haben, als sie es in der Vergleichsgruppe strahlungsfrei getan haben oder im strahlungsfreien Zustand, im nicht bestrahlten Zustand getan haben. Was uns also zeigt, dass diese Mikroorganismen gestresst werden durch Felder, Wellen und Strahlungen und eben den Mechanismus nutzen, den sie haben, um sich gegen Stress zur Wehr zu setzen. Und das ist die Produktion von Toxinen, häufig eben neurologisch wirksamen Neurotoxinen, die dann wiederum zu den bekannten neurologischen Symptomen im Organismus führen können. Also das heißt, Mikroorganismen produzieren eben mehr Neurotoxine, aber es ist auch so, dass sie insgesamt aggressiver sind, dass sie pathogener sind, also virulenter sind, dass sie sich schneller vermehren. Also das heißt, auch die Vermehrungsaktivität ist eben erhöht. Und dementsprechend haben wir bei einem chronisch kranken Menschen, ein Mensch, der eine chronische Infektion eben hat, mit solchen oder ausgelöst von solchen Mikroorganismen, dann haben wir natürlich auf der einen Seite die Tatsache, dass die Mikroorganismen Neurotoxine ohnehin schon produzieren und diese Produktion der Neurotoxine dann eben nochmals deutlich erhöht wird, in dem Moment, in dem ich in einem belasteten Umfeld zum Beispiel schlafe, das heißt am Schlafplatz, wenn ich regenerieren soll und dort eben dann solchen Feldern und Strahlungen ausgesetzt bin, habe ich letztendlich nicht die gewünschte Regeneration, ganz im Gegenteil, ich reize, ich provoziere die Erreger noch zusätzlich. Das heißt, es ist auf dieser Ebene schon, kann ein riesiger Faktor definitiv sein. Du hast gerade auch das Thema Schlaf angesprochen. Dabei ist ja auch Melatonin ein wichtiger Faktor, sage ich mal. Und da gibt es ja auch einige, oder da wird vermutet, dass es einige Wechselwirkungen gibt zwischen dem Elektrosmog und der Melatoninproduktion. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Genau, also auch da ist es wohl so, dass es Studien gibt, die gezeigt haben, dass sowohl die elektrischen Wechselfelder, aber eben auch die elektromagnetischen Wellen zu einer Reduktion der Melatonin-Synthese geführt haben, beziehungsweise dass eben weniger Melatonin produziert wurde, zum Beispiel nach Handytelefonaten. Und die Folge ist dann eben letztendlich, dass wir schlechter einschlafen, schlechter durchschlafen, dass wir schlechter entgiften. Melatonin ist eben ja auch wichtig für die Entgiftung, gerade auch für die Entgiftung des Gehirns. Man sagt ja auch, dass dieser Elektrosmog die Blut-Hirn-Schranke öffnet bzw. durchlässiger macht, was ja auch kritisch sein kann, wenn zum Beispiel diverse Substanzen wie zum Beispiel Quecksilber oder auch dass die Erreger besser diese Schranke durchqueren können. Vielleicht kannst du darüber noch kurz was sagen. Genau, auch da gab es also Studien, die gezeigt haben, dass Elektrosmog tatsächlich die Blut-Hirn-Schranke durchlässiger macht. Eben für Neurotoxine oder eben andere Schadstoffe, Gifte, die im Blutkreislauf vorhanden sind und die aber möglichst nicht im Gehirn sein sollten. Das gilt eben auch für Proteine. Und auch da hat man wohl festgestellt, dass die Blut-Hirn-Schranke dann für einen längeren Zeitraum offen bleibt, also das heißt, oder durchlässiger ist. Das also bedeutet, dass man nach einem Handy-Telefonat dann tatsächlich, ja, man hat das also bei Ratten sehr gut zeigen können eben, dass dann eben über einen längeren Zeitraum die Blut-Hirn-Schranke nicht mehr so funktioniert, wie sie eben von der Natur aus eigentlich gedacht ist. Ja. Also da eine Reduktion der Strahlungsexposition gerade am nächtlichen Schlafplatz, aber auch im täglichen Umgang mit den liebgewonnenen Geräten, einfach eine informierte Nutzung der Geräte ist eben sehr, sehr wichtig. Was wäre denn für jemand, der sich jetzt zum ersten Mal damit beschäftigt, so was wären so die ersten Schritte, die er selber zu Hause umsetzen kann? Also das Wichtigste ist zunächst mal, dass wir versuchen, den Schlafraum einigermaßen
zu entlasten oder die physikalischen Einflussgrößen, die am Schlafplatz vorherrschen, so weit wie möglich zu reduzieren. Dazu gehört sicherlich, zum Beispiel das WLAN nachts auszuschalten, zumindest das eigene WLAN. Man hat dann hin und wieder natürlich auch etwas von den Nachbarn, je nachdem, wo und wie man wohnt. Aber das eigene WLAN ist in 90% der Fälle dasjenige, das eben die höchste Strahlungsintensität aufweist, ja, weil eben manchmal direkt im Nebenraum oder ja, wenn es ganz hoch kommt, dann sogar im Schlafraum dann ist. WLAN nachts ausschalten. Diese Router kann man heutzutage, Router zumindest, so programmieren, dass sie abends automatisch sich ausschalten und morgens dann sich vielleicht irgendwann mal einschalten. Noch besser ist es, man verwendet das WLAN nur dann, wenn man es braucht und schaltet es sonst aus. Auch da gibt es Möglichkeiten, das Ganze sehr komfortabel zu steuern, auch aus der Ferne zu steuern. Und natürlich ist es am besten, wenn man möglichst kabelgebundene Geräte nutzt. Dann ist der nächste Schritt gerade am Schlafplatz, dass wir versuchen, so Dinge wie Heizdecken oder elektrisch verstellbare Betten zu vermeiden, beziehungsweise nach der Nutzung den Stecker zu ziehen. Es ist aber so, dass in den meisten Fällen, auch wenn man irgendwo in einem Mehrfamilienhaus wohnt, sein Handy einschaltet oder sein Laptop einschaltet, das WLAN aktiviert und man sieht, ui, da sind irgendwie 20 verschiedene WLANs, dann ist das nicht 20 Mal so schlimm, sondern es ist letztendlich dann in diesem Frequenzbereich von 2,4 bis rund 2,5 Gigahertz, hat man dann eben mehrere Quellen, die aber alle ja nur mit 10 Hertz gepulst sind. Das heißt, insgesamt habe ich dann nicht mehr WLAN, sondern ich habe letztendlich einen, ja, man kann sich das vorstellen wie einen Sender, der aber nicht mehr mit 10 Hertz gepulst ist, sondern möglicherweise mit einer völlig anderen, also nicht möglicherweise, sondern eben mit einer völlig anderen Frequenz. Wenn man sich in der Spektrumanalyse mit einem professionellen Gerät, dem sogenannten Spektrumanalysator, sich das Ganze ansieht, dann sieht man eben, dass WLAN sehr schön 10-mal pro Sekunde eine Sendeaktivität hat. Und wenn ich zwei WLAN-Router nebeneinander stelle, dann sind das eben nicht mehr 10-mal pro Sekunde, sondern 20-mal pro Sekunde. Mhm. Die Strahlungsintensität oder die Peaks, die wir in der Baubiologie bewerten, sind dadurch nicht höher. Gleichzeitig ist es so, dass wenn wir eben das eigene WLAN, ja, ich meine, Strahlung nimmt ja mit zunehmendem Abstand exponentiell ab. Das eigene WLAN ist im Normalfall das am nächsten an uns dran ist. Ja. Natürlich das Smartphone und die Geräte, die ganzen Clients, die wir nutzen, das heißt das Tablet, das Notebook, unser Smartphone, auch da ist ja das WLAN aktiv. Das heißt, es kommt ja zu einer Kommunikation. Man sollte also das eigene WLAN ausschalten. Und ich hatte vorhin noch vergessen zu sagen, auch die eigenen Endgeräte sollte man bei Nichtbenutzung dann eben das WLAN deaktivieren. Ja, damit diese Geräte nachts dann nicht, wenn ich das WLAN ausgeschaltet habe, weiterhin nach einem WLAN-Netzwerk suchen oder sich versuchen, in mein WLAN-Netzwerk einzuloggen. Im Bereich der Wohngifte, wir dürfen nicht vergessen, dass wir rund 20.000 Liter Luft pro Tag ein- und wieder ausatmen, also je nachdem, ob wir Männlein, Weiblein sind, wie aktiv wir sind, wie groß wir sind, wie schwer wir sind und so weiter, welches Lungenvolumen wir eben haben, sind das zwischen 12.000 und 20.000 Liter Luft am Tag ungefähr. Und dementsprechend haben wir natürlich, wenn wir Innenraumluft atmen, was wir meistens tun, da wir uns also rund 90% unserer Zeit, die meisten von uns zumindest, rund 90% der Zeit in Innenräumen aufhalten, haben wir eben auch die Stoffe, die Chemikalien, die Schadstoffe, die in der Innenraumluft eben vorherrschen, die nehmen wir also auf und diese Giftstoffe werden in uns dann eben auch teilweise gespeichert. Ja, gerade Lösemittel, wenn wir an die ganzen Lösemittel denken, die wir in Innenräumen eben haben, das kann aus Klebern, das kann aus Möbeln, das kann aus Baustoffen heraus emittieren, das können Farben sein, das können Lacke sein, das können Desinfektionsmittel sein, das können Kosmetika sein. Das ist also eine Vielzahl von potenziellen Quellen, wo solche Lösemittel eben vorkommen können. Die atmen wir ein. Die sind die meisten davon sind fettlöslich und werden dementsprechend eben auch in unserem Fettgewebe gespeichert und entfalten dort eben ihre neurologische Wirkung. Also
die meisten dieser Lösemittel wirken eben neurotoxisch. Und in dem Moment, in dem wir sie einatmen und sie eben zum Beispiel in unserem Gehirn, das ja zu großen Teilen aus Fett besteht, und aber auch in den Myelinscheiden entlang der Nerven oder um die Nerven herum sich ablagert, führt es dort eben unter anderem zum Beispiel zu Störungen bei der Signalübertragung. So funktioniert Alkohol. Wenn wir einen guten Schluck trinken und uns dann irgendwie anders fühlen als vorher, dann liegt das eben unter anderem an der biologischen Wirkung dieser Lösemittel, in diesem Fall des Ethanols. Ja. Und so ist das eben auch in Innenräumen. Wir atmen einen Cocktail verschiedener Substanzen ein, jeden Tag. Und wenn wir in diesen Innenräumen dann also Konzentrationen von Schadstoffen haben, die gewisse Schwellenwerte überschreiten, sind sie natürlich biologisch relevant. Die meisten Menschen lüften viel zu selten.